Hi, ich bin's, David, der Doktorand. Das Wintersemester hat angefangen und wer wie ich an der Uni ist, weiß, dass das bedeutet wahnsinnig viel Arbeit. Und zwar in der Vorbereitung und die ersten paar Wochen sind auch tierisch vollgepackt mit Terminen und anderen Dingen, die man so tun muss. Mir ging es nicht anders, deshalb ist meine große Baustelle Nummer 1 im Moment mein erster eigener SQ-Kurs, also Schlüsselqualifikationskurs, den ich hier am KIT halte, mit dem schönen Titel Präsentechnik. Oder wie präsentiere ich souverän und welches digital-mediale Medium unterstützt mich dabei am besten? Der Kurs ist am Medienlabor des ZML angesiedelt und kümmert sich insbesondere darum, wie digitale Medien für eine Präsentation eingesetzt werden können. Denn ich denke, dass dieser Aspekt sehr, sehr kurz kommt. Es wird von allen Leuten immer erwartet, dass sie damit umgehen können, mit dem Computer, mit PowerPoint und allen anderen Tools, die es dafür noch gibt. Aber Hand aufs Herz, wer beherrscht denn diese Software wirklich? Wer weiß wirklich, wann er was einzusetzen hat? Es gibt ja nicht nur PowerPoint, es gibt noch andere Tools. Es gibt auch jenseits dieser klassischen Slideware sehr viele web- und browserbasierte Tools, um Präsentationen zu halten. Und die beleuchte ich in diesem Kurs ganz speziell. Bis jetzt lief das ganz gut. Ich bin ziemlich zufrieden. Es gibt natürlich, klar, Baustellen und sowas, was man beim nächsten Mal besser machen kann. Aber es wird wahrscheinlich so gesehen kein direktes nächstes Mal geben. Denn ich plane diesen Kurs für die kommenden Semester digital aufzubereiten. Also als Flipped Classroom umzusetzen. Das heißt, die Teilnehmer schauen sich die Videos, die ich dann über diesen Kurs drehe, also die inhaltlichen Inputs, an und kommen dann mit diesem Wissen in die Veranstaltung, sodass wir tatsächlich praktisch diese Tools erproben können. Ich habe vor, den Kurs dann insgesamt als OER, also als Open Educational Resource, bereitzustellen. Das heißt, ich packe ihn ins Netz und jeder, der will, kann ihn entweder ganz oder Teile daraus verwenden. Wie ich das tatsächlich gestalten muss, also worauf ich achten muss, wo ich das so publiziere oder bereitstelle, das weiß ich alles noch nicht genau, aber das habe ich mir für 2018 auf jeden Fall vorgenommen, das umzusetzen. Und dieses OER bringt mich auch schon zum nächsten Thema. Und zwar gibt es, wie im letzten Video schon versprochen, aber mit etwas Verspätung, tatsächlich einen Haufen neue Videos aus dem sogenannten iBridge-Projekt oder wie wir es dann jetzt nennen, dem Brückenkurs für die Geophysiker. Ich habe den Link zur Playlist in die Videobeschreibung gepackt und wir haben jetzt einige der Videos aus diesem Online-Kurs tatsächlich auf YouTube gestellt, sodass ihr sie euch anschauen könnt. Diese Videos sind auch Teil meines Promotionsvorhabens, weil ich anhand dieser Videos Qualitätskriterien für Lehrvideos erarbeiten will und feststellen will oder überprüfen möchte, inwiefern man diese in einen systematischen Evaluationsprozess überführen kann. Das heißt, wenn ihr euch diese Videos anschaut und euch irgendwas einfällt und sei es nur, ich kann damit super lernen oder um Gottes Willen, das geht gar nicht, schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir auf Twitter, schreibt mir auf Facebook, ist mir völlig egal, aber lasst es mich wissen. Jeder noch so kleine Input kann für meine Arbeit sehr, sehr wertvoll sein und letzten Endes, wir können diese Videos nur machen, wie sie aufgenommen werden. Das liegt an euch und an den Kursteilnehmern und ohne Rückmeldung haben wir natürlich keine Chance, diese Videos in irgendeiner Art und Weise zu verbessern oder beim nächsten Mal anders, also auch besser zu machen. Außerdem habe ich bisher noch von all diesen Konferenzen, von denen ich beim letzten Mal gesprochen habe, noch keine Antwort. Da warte ich nach wie vor auf Bestätigungen oder Absagen. Ich lasse es euch auf jeden Fall wissen. Und ab sofort werden die Videos wahrscheinlich auch etwas regelmäßiger kommen, denn das Semester läuft, das heißt, jetzt ist so ein bisschen Alltag und Routine da. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.